So, dann gucken wir mal. Okay, sie ist näher ran. So, Seilrutsche. Einfach, kann ich da jetzt einfach runterspringen, ohne dass ich sterbe? Ah ja, okay. Platsch. So, dann gucken wir jetzt mal. Wir müssen die jetzt einen nach dem anderen festnehmen. Hände hoch! Du bist verhaftet! So, du bist schon mal verhaftet. Alles klar. Den da drüben nehmen wir auch. Oh jawohl, neue Präzisionsgeräte freigeschaltet. Das ist schon mal gut. Ey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mehr Glück als alles andere. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Weil... Ich nehme jetzt den nächsten Verhafter. Jetzt hole ich mir nämlich noch mein VIP. Es gibt nämlich nochmal extra Sattpunkte. Jawohl, eine AK. AK oder Pumpgun? Ne, ich nehme die AK mit. Das dürfte gar nicht mal so verkehrt sein. So, dich nehme ich mir jetzt auch noch vor. Zack, so. Habe ich schon mal alle überwältigt. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Juhu. So, dann können wir jetzt das ganze Gebiet hier mal abscannen. Oh, einen Moment mal. Scheint aber hier drin zu sein. Laut Remy 2 bis 3 Flieger pro Tag. Hier drüben! So, okay, das ist gerade noch mal gut gegangen. Was? Wo, 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 wo? Hier ist doch keiner mehr. Hier ist doch keiner mehr. Komm da raus aus dem Hotspot. Was ist denn? Was ist denn? Irgendwo läuft hier noch einer rum. Da hinten. Hände hoch! Zack, so, haben wir das erledigt. Jiha! Alles klar. So. Tja, abgelegen. Mit Zugang zum Meer und zum Land. Und verdammte Alligatoren. Da drüben ist ein Sendemann. Ja. Sehen wir uns den Hauptsache eine Alligatorenfarm, aber Alligatoren sind scheiße. Macht keinen Sinn. Oh. Das sind Mels Leute. Sprich mit ihnen. Tommy antwortet nicht. Los. Hey. Ja, ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Antonio. Wo ist Tommy? Ja, der ist gerade krank. Schön. Sag ihm, Nels will sich sofort mit ihm treffen. Okay, wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm, willkommen. Nettes Telefonat. Hey, auf dem Handy war doch. Oh, yes. Er sagte, sie wollten nach... Das Miami Aquatic Stadion steht eine Weile leer. Da wollen sie sich treffen. Na, jedenfalls nicht hier. Okay. Ach ja, das hatten wir ja schon, ne? So, warte mal, das stand ja, ich habe neue Präzisionsgewehre. So. Oh,
hier, Alter, guck dir das mal an. Primärwaffen. So, eine Primärwaffe ist also dann immer eine Pistole in dem Fall. Okay, was können wir denn hier mal... Ach nee, die lassen wir aber hier. Wir können hier Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Schrotflinten, MPX, MP5K, P90. Was ist denn ganz gut? R700 LTR. Ja, Sniper dürfte gar nicht mal so verkehrt sein. Magnum-Munition. Tarnung? Brauchen wir eine Tarnung für das Ding? Ja, nehmen wir einfach mal. Zack. Oh ja. Oh ja. Na das ist ja toll. Das bringt's. Hab ich da keine? Na ja, toll. Gut, wenn es da keine Visierung für gibt, dann... Dann nehmen wir das. Ja, damit kann man nur arbeiten. So. Das heißt, wir brauchen jetzt... Oh. Sie hat bei mir mitgearbeitet. Das ist schon mal gut. Ich habe gedacht, die hätten mich jetzt total überwältigt. Das sind ehrlich gesagt schon ganz schöne Lappen, ja. Die machen so gar nichts. Lassen sich einfach verhaften. Hey. Schwarzer Bildschirm. Wir haben es geschafft. Miami Aquatic Stadium. Alles klar. Nels identifizieren. Okay. Das kriegen wir hin. Alter, sie sagt zu mir langsam, aber rennt ganz schön schnell vor. Eieiei, bleib still. Nichts passiert hier ohne den krassen Detective. So, wer von denen ist Nels? Okay, warum kann ich da nicht durch? Scheiße, wie soll ich das machen jetzt? So, okay, warte mal, lass mich mal überlegen. Kann ich ihn... Ihn kann ich festnehmen. So, das haben die nämlich nicht mitgekriegt, oder? Ich hoffe es. Bullshit. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Ha, ich treffe mich! Thank you.
Bleib mal ruhig, Alter. Ich verrecke gerade. Ah, das mache ich schon ein bisschen intelligent. So, wo ist jetzt Nels? Ich stehe jetzt ernsthaft noch hinterher, denn. Die Hände hoch! Oben lassen! Mendoza, stimmt? Schnauze! Ich hab's dort als Deal. Du hast kaputte Freunde, Mendoza. Halt, welcher Deal? Ich bin unsichtbar. Kapiert? Scheiße! Ich ruf uns an. Was? Der Kerl kommt nicht weit. Alter, ich hätte ihn abgeknallt. Ich hätt's eiskalt getan. Es gibt nicht viele Fenster, also sollten wir Rauch einsetzen. Ein Dreierteam geht rein, ein Team bleibt hier draußen. Scharfschützen da und da. Oh, Stoddard hat hier wohl alles unter Kontrolle. Scheiß drauf. Wir waren zuerst da. Weg? Probier doch mal. Alles klar. Stoddard, wir gehen rein. Wie Scheiß macht ihr? Vielleicht können uns deine Leute helfen. Hey, hier! Zurück! Oh Gott. Schon okay, Sergeant. Los! Das ist doch. Ah! Okay. Gut, Leute, das war schon mal gar nichts. Ich entschuldige mich. Ah, der nächste Versuch wird besser. Ich hoffe es zumindest. Also. Lad, 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 lad. Mendoza, zurück. Schon okay, Sergeant. Das ist doch. Es ist okay. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Ja. Was ist euer Problem, ja, hä? Etage sauber! Die Treppe hoch! Ich hoffe, du weißt. Alles klar, wir gehen die Treppe hoch. Achtung, Verstärkung ist unterwegs. Bullshit. Oh nein, warum blockiert sie mich denn? Was ist denn los mit ihr? Ah. Achtung, Verstärkung ist unterwegs. Ich hab ihn! Wo ist er? Los geht's! Hey, aufpassen, zurück! Alter, der ist gerade am Schrotflippen. Los, weiter!
sterben gehen. Okay, alles okay. So, zack. Zack, finito. Ah, wo? Achso. Nach oben oder? Ja, okay. Frage hat sich hier übrig. Gehen wir zur Stärkung? Wir sind drin. Ja, schön. Dann kommt her und. Kommt her und unterstützt mich. Einen Scheißdreck machst du. Gar nichts machst du. So, Nels. Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Ich bin raus. Nimm das Ding runter. Dann reden wir über Stoddard, den Deal, was immer du willst. Verdammt, was sollte das? Wo? Das Leben gerettet, Mendoza. Er wollte sich ergeben. Lass meinen Partner. Für mich sah das gefährlich aus. Klar. Alter, what the fuck? Was tut er denn? Vergiss es nicht. Warum denn? Ich bin neugierig. Hat Nels irgendwas Interessantes gesagt, Nick? Wir können gehen. Hör auf deine Partnerin. Oh mein Gott. Ja, bevor die Spurensicherung kommt. Ich glaub's nicht. Alter. Hast einen echt guten Job gemacht. Schlaues Mädchen. Was ist denn los mit dir? Tja, meine Lieben, das war Battlefield Hardline Episode 3. Ich bin positiv überrascht. Das war, wenn ich ehrlich sein soll, meine allererste Story für Battlefield. Ja, mein Fazit gibt's gleich. Ich beende kurz das Spiel und dann gibt's mein Fazit. Weil den Rest wird dann bestimmt erst geiler mit euch spielen. Ladebildschirm, Ladebildschirm, wir alle lieben Ladebildschirm. Also, wie gesagt, ich muss positiv sagen, mir gefällt die Story bislang. Ich glaube, ich muss die Story definitiv alleine auch nochmal spielen. Und... Nächstes Mal bei Hardline. Du vertraust das, oder? Und? Ja. Ich habe gerade was total Dummes gemacht. Ich habe die Fortsetzung folgt. Ah, verdammt. Naja, ich bin nicht der Intelligenteste. Ja, ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Es hat mir tierischen Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig gewesen. Und nicht vergessen, unterstützt den Skyline, drückt auf Gefällt mir bei Facebook, folgt ihm bei was auch immer, YouTube oder wie die ganzen Netzwerke auch heißen, abonniert ihn bei YouTube und schaut auf jeden Fall auch in seine Streams rein, auf Twitch TV könnt ihr alles weitere zu ihm sehen. Auf Twitch TV findet ihr auch weitere Infos zu mir. Und ich sage von daher, ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht oder guten Tag. Und Axios HD sagt, bis zum nächsten Mal, vielen Dank und ich bin raus.